Käse, wo ist Käse, wo ist Käse? Ja, ich weiß nicht, hier ist so Gelbes. Und wieso steht jetzt hier der Hobel still? Ist schon wieder kein Saft mehr da, ist was Gelbes, ja. Guck. Oh, das sieht aber sehr nach Käse aus. Kopper, nee, ist kein Käse, ist Kopper. Ach, verfluchte Angst. Aber es hätte Käse sein können. Okay, wir brauchen mehr von den Zellen. Ja, oder wir brauchen mal wieder Sonne. Cheatet uns doch mal Sonne her, jetzt stehen wir hier auch noch im Dunkeln. Wieso wir müssen hier jetzt mal derb improvisieren, ich habe noch nicht mal ein Schwert. Das ist ja nichts Neues. Ja, das ist ja nur nichts Neues, dass du. Du hast ja, aber dafür hast du wenigstens den Pick, ne? Hey, entschuldige. Oh, sorry, ich dachte, du wärst ein Skelett. Nein, ich bin kein Skelett. Ja, ein bisschen was von der Pick habe ich sogar noch Käse. Jesus, time. So. Okay, das war schon mal falsch. Du kannst das doch. Achso, du bist jetzt in Dingsmod gegangen. 1200, wie kann ich denn den Scheiß setzen? Ich weiß nicht mehr. Okay, also komm. Soll ich's machen? Naja, ich kann's auch nicht, ich bin im Recipe-Mode. Ja, so. Hat es jetzt geklappt oder geht's nicht, weil wir Cheats off haben oder so? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Oh fuck, wir sind so schlecht. Oh Mann. Das ist ja eine üble Vielleicht Aufnahme. Vielleicht ist 0 Mitternacht-Käse. Day 25.759, 0 Uhr 0, wieso? Ja, du hast es halt auf Mitternacht gesetzt. Jetzt Nein, ich habe auf Morgenaufgang gesetzt. Also jetzt per enough Items. Verstehst? Nee. Verstehst du? Keine Ahnung. Habe ich. Da steht's. Wenn das da steht, dann ja, ist ja, es eben, ja auch das steht da, ja. Und dann steht das da auch. Und das stimmt auch. Ja, aber, ja, ich weiß nicht. Timeset stimmt doch eigentlich. Timeset, ja, aber auf was soll ich es denn dann stellen? Also 0? Was ist denn 0? Was ist denn... Ach, Himmel, Herrgott, Minecraft. Ich habe alles vergessen, gell? Ich weiß echt nicht mehr. Ach, was komm, ich boxe dich dafür. Ja, hau mir einfach ordentlich auf mit der Spitzhacke ins Kreuz, du Noob. Hau mir die Fresse dafür. Ja, habe ich verdient. Ich nehme dafür hier dieses Brecheisen und hau dir dafür dir eine runter. Okay, wir können uns einfach auch totschlagen hier in diesem Glaskäfig. Dann bewerfe ich dich mit Kupfer. Mit Kupfer? Dann bewerf ich dich mit gekochtem Fleisch. Oh, du siehst es nicht mal. Nee, zum Glück nicht. Okay. Und kommt was Cooles? Kommt Cold Seavers? Ah, ich glaube, er funktioniert nicht, weil wir keinen Strom haben. Ja, wir haben keinen Strom. Wieso machst denn du jetzt dein Loch, Tim? Ja, ich lege uns wenigstens hier einen vernünftigen Boden. Ja, da unten ist Gesocks. Ja, ich will hier einen Boden reinlegen. Ach so. Du willst hier jetzt einen Boden. Oh, man. Ich komme hier nicht raus. Wegen deinem blöden Boden. Pardon. Ja, Entschuldigung. Entschuldige bitte mal. Wenn, dann sterben wir hier wenigstens. Darf ich nochmal. Ich. Oder ist hier irgendwie. Haben wir Gäste unten? Wir hatten da vorhin auf jeden Fall Gäste. Ach so, hier. Ach man. Also, wenn wir schon die Zeit nicht setzen können, weil wir irgendwie die Kommandos fucken, dann sollten wir wenigstens die blöden Zellen erneuern. Also, und dann jetzt hier bitte neue. Ach nein. Kannst du nicht oben über deinen Dings irgendwie die Zeit ändern? Jetzt hier, du blöder. Ja, hab ich doch probiert. Ging nicht. Nee, ging nicht. Genau das habe ich doch. Set. Noon. Hier, Noon. Ich hab's auf Noon gesetzt. 6 Uhr. Noon. Goddammit. Vielleicht ist es andersrum auf dem Mond. Und du scheiß. Setz es doch mal auf Nacht oder so. Okay. So. Jetzt ist Nacht. Das passiert überhaupt jetzt nicht. Jetzt ist 18 Uhr. Ja, es ist dauerhaft dunkel, egal welche Uhrzeit es ist. Irgendwas ist hier voll am Arsch. Nicht nur wir, sondern alles. Auch Galacticraft. Und jetzt ist hier dauerhafte Nacht für immer und ewig. Komm wieder zurück, Käse. Komm wieder zurück. Ah, ich fliege hier so ein bisschen rum. Wir können natürlich auch einfach mal in so eine Dimensionstüre rein und mal gucken. Ja, aber dann kommen wir nicht mehr zurück und finden keinen Käse. Stimmt, oder? Naja, du weißt doch, wie unsere letzte Expedition ausgegangen ist. Nee, wir sind auf einmal irgendwo reingefallen in so eine andere Dimension und dann zack, zack, sind wir von so großen Dingern angegriffen worden und es war alles voll die Katastrophe. Ja, aber das war behexet und das ist ja schon ewig her. Ja, aber die funktionieren ja gleich. Da bin ich mir sicher, dass das nicht wieder passieren wird. Ganz aber ich glaube, sonst kommen wir auf der Erde nicht raus. Wenn wir nicht von diesem komischen Flunkerviech in diese komische Dimension teleportiert werden und dann blub irgendwas und so. Ach ja, okay, so hatte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt.
Also nun wirklich nicht, verstehe ich nicht. Ja, tja, also so ist es halt. Vielleicht hätten wir doch nochmal, ja, aber es ist, also, ich wollte jetzt gerade sagen, vielleicht hätten wir es nochmal probieren sollen, Tacket nochmal hochzuziehen auf eine Version, die dann im Fall funktioniert, aber es war halt einfach, es hat nur Zeit gekostet und hat einfach so viel dann nicht mehr funktioniert. Das ist einfach leider keine Option halt, ne? Nee. Weil wir einfach halt mit, wobei inzwischen ist, glaube ich, bei Tacket standardmäßig auch Raycraft dabei. Das war in unserer Version, die wir hatten, ja nicht der Fall, glaube ich. Nee, ich glaube auch nicht. Aber wir haben ja dafür diese Universal Electricity-Geschichten. Und die findet man nicht mehr vernünftig und keine Ahnung. Ja, es war, haben wir ja auch schon mehrfach gesagt irgendwie, dass wir da Probleme haben. Die ein oder andere Stunde schon reingeschoben haben, was halt eben bei dem akuten Zeitmangel echt ein Problem ist. So, wir warten jetzt einfach auf den Käse. Okay, ich setze mich hier hin. Und ich entspanne mich jetzt und ich warte auf Käse. Okay, vielleicht können wir einfach mal das Ding laufen lassen und wir entspannen uns. Ja, und dann gucken wir einfach, ja, was haben wir heute erreicht? Wir haben einen Haufen geschwätzt, uns ein bisschen gelangweilt, sind hin und her gedüst und Minecraft ist gecrashed. Man macht ja jetzt irgendwie, das ist ja modern, immer so eine kleine Zusammenfassung am Ende einer Episode irgendwie so. Ja, die Endcard? Ja. Machst du die gerade? Ja. Okay. Ach so, ja, stimmt, ja. Manche machen das, ja. Ja, manche machen das. Einfach damit derjenige, der, dass sich das jetzt 30 Minuten angeguckt hat und nicht wirklich aufgepasst hat, einfach so, weiß, was geht, oder? Ja, also da bin ich mir nicht ganz sicher, was es soll, die Endcard. Also ich meine, ich weiß nicht, ja. Also und ich mein, bloß alle unsere Videos anklicken, ja. Wenn das, so wie Jokescast früher immer hier, auch diese und jene Serie und hier Like, Fave, Subscribe und bla, dann ist es natürlich eine Sache. Aber einfach nur eine Minute nochmal mit, weiß ich nicht, in einem Abspann. Scheiße labern irgendwie. Ja, ne, was heißt Scheiße labern? Mit einem Abspann halt nochmal die Folge zusammenfassen. Der Gronkh macht das immer bei Forest, was ich hier und da mal gucke, mehr oder weniger regelmäßig. Und ich finde es jetzt nicht schlecht oder so, aber ich verstehe nicht, was es soll. Also bei Forest habe ich noch nie gezockt. Ist das gut? Kann das was? Buggy und ich finde, es ist so der Baumfell-Simulator, weil man einfach so unglaublich viele scheiß Bäume fällen muss. Meine Fresse. Der fällt so viele Bäume, alter Schwede. Unfassbar. Und ja, bei High Survival Horror, was man halt gerade so spielt, ne? Ja, gibt's ist schon, hat schon auch, ja. Also was haben wir denn jetzt so gemacht? Also was ihr euch angucken könnt, ist auf jeden Fall mal Ferien nochmal gucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Dann könnt ihr natürlich Prison Architect mal reingucken, wenn ihr es mögt. Hexit gibt's ein paar coole Folgen, die wir gemacht haben. Ne? Das haben wir nie beendet, leider, gell? Nee. Hallo, du da. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Weil es gecrashed ist irgendwie, ne? Ja, da gab's auch irgendeine Kacke, die passiert ist. Ah, puh, jetzt wäre er doch fast zerstört noch. Zerstört nicht unser Haus. Nee, auf keinen Fall. Da war auch irgendwas am, irgendwas war kaputt, ja, irgendwas ging nicht mehr und dann, Girk. Und dann haben wir es bleiben lassen, ja. Ja. Was auch irgendwie schade ist halt, ja, weil es immer blöd ist. Aber immerhin, wir haben Don't Starve beendet. Ja. Also waren ja auch nur 12 Folgen, aber immerhin haben wir beendet, ja. Ja. Und auch wenn wir wenig Zeit haben, Tacket wollen wir auch beenden. Und die Villa Käse wollen wir auch noch fertig bauen. Ja, auf jeden Fall. Und was wir dann noch machen, wissen wir ja gar nicht, ne? Mhm. Aber eigentlich, ja, halt mal gucken, ne? Die Zeit wird halt nicht weniger, nicht mehr. Oh, ich habe mit einem Kommilitonen einen ziemlich coolen Level gebaut. Vielleicht lade ich den mal hoch inzwischen. Einfach mal so ein 10-sekündiges Testvideo, könnt ihr mal draufschauen. Aha. Hab like, subscribe und favor oder so, ne? Und immer schön Daumen hoch, ne? Oder? Ja, absolut, ja, na klar. Immer schön Daumen hoch, ja. Wir warten auf den Käse. Guck mal, ob Käse da ist. Ist draußen alles sicher? Nee, draußen ist nichts sicher. Der Hobel läuft noch. Ich guck trotzdem mal noch geschwind. Oh Gott, ja, hier ist überhaupt nichts sicher. Nee, da ist nichts sicher. Und hier ist bald schon wieder die Zelle leer. Und so richtig tief ist der jetzt auch noch nicht gekommen. Lalalala. Wie tief ist denn so Käse normalerweise? Ich habe keine Ahnung, Tim. Ich habe da leider keine Erfahrung bisher. Ich mag ja Käsebrote, aber Mondkäse habe ich noch keinen abgebaut. Deswegen ist meine Mondkäse-Erfahrung, die sind. Wir haben tatsächlich auch schon einen Stein abgebaut. Ich glaube Zinn oder so. Aber wir haben jetzt dummerweise gerade einen Creeper auf der Kiste. Darum konnte ich nicht genauer ein gucken. Creeper auf der Kiste. Ja. Das ist natürlich frech. Komm, setz da doch ein. Ach Mann, ich bin auch so blöd, ernsthaft. Oh je. Oder so ungeschickt, ja.
Weißt du, da kann ich... Der Creeper auf der Kiste ist weg. Wo denn? Welche Kiste denn? Naja, die Sammelkiste. Ach so, ja, guck mal rein. Ja, da ist ein... Pass auf, da ist irgendwo ein Creeper. Oh, fuck. Ja, jetzt hat er die Röhre gesprengt. Ja? Na, super. Ja, das war jetzt blöd, ja. Hä, wo war denn der? Ich hab ihn nicht gesehen. Das war ein Bug. Bin mir ganz sicher. Oh Gott, jetzt hat er die Röhre gesprengt. Ich hab noch eine Diamond Pipe. Hast du noch Röhren? Nee, wir haben keine Röhren mehr. Wir müssen eine von den Kisten weiter nach vorne setzen. Okay, warte mal, was war das? Koppel, ich repariere das noch schnell. Okay, mach. Koppel, Transport. So viel Zeit muss sein gehen. Ja, genau. Koppel, Transport. Ich glaube, es war Koppel. So, schupp, okay. Steht wieder, wir haben eine Spinne auf dem Dach. Ja, das dachte ich mir. Okay, ich komm. Ah! Oh. Komm rein, da ist so ein... Ja, ich kann nicht. Pass auf. Ja, ich fliege ja schon. Oh, Mann, ist der mach streng, mal die Tür oder? Zu, ja. Das gibt's ja gar nicht, ey. Sag, wenn du kommst, dann mache ich die Tür auf und hinter dir wieder zu. Weißt du, hast hier schon ein Diamantschwert und dann hast du trotzdem hier noch solche Probleme. Ja, klar. Oh, fuck. Jetzt haben wir ein Loch im Haus. Wir haben ein kleines Loch im Haus. Ja, cool. Ich bin aber weggeflogen, ich schwöre. Und jetzt kommt hier ein Zombie. Okay, warte, ich habe noch Glas. Ich mache wieder zu. Und ich habe noch eine Spinne. Und noch ein Zombie. Verschwind doch mal, du blödes Viech. Verschwinder. Verpiss dich jetzt, du blöder Mistzombie. So, entschuldige bitte die Ausdrucksweise. Hier sind 10 Spinnen hinter mir her, ey, Alter. Ja, good luck, have fun. Kannst du jetzt mal unsere Hütte wieder finden? Ja, die ist so gut wie wieder repariert. Ich habe hier nur gerade einen untoten Mondbewohner, der mir ein bisschen Ärger macht hier. So, da ist irgendwie neu. Ich mache sie gleich sogar luftdicht. Dann können wir so tun, als wäre nichts passiert. Wäre nichts passiert, ja. So, da oben noch 2 Blöcke setzen. So. Hier unten ist auch noch ein Loch. Lalalalalala. Lalalala. Ja, so Bärkäse. Okay. Das war ja scheiße jetzt. Alles, ja, ne? Also kein Käse, kein Sauerstoff und keine Hoffnung auf Rettung. Noch nicht mal ein Dorf, wir haben nichts gefunden. Wir sind hier Aber es gibt, irgendwo gibt es einen Dungeon. Aber der ist so hart, der killt uns dann sofort. Außer wir cheaten okay, wieder. So. Ja, gut. Da haben wir jetzt keine Schmerzen mehr, gell? Nee. Nee. Keinen Fall. Okay, das war blöd. Ja, das war Mist. Das war scheiße. Aber dafür ist hier schön beleuchtet auf der Karte. Okay, ich hatte mir eigentlich den Wiedereinstieg irgendwie interessanter vorgestellt. Ich hatte eigentlich gedacht, das wird jetzt voll der Action. Und wir finden jetzt sofort Käse. Und es läuft alles. Jetzt ist hier voll kacke Nacht. Und ja, endlos dunkel. Ja, das ist Stell doch noch mal den Tag mal 5-mal um irgendwie. Ich will doch noch mal gucken. Ja, mach's doch selber. Probier's doch selber. Ich bin doch noch im Recipe-Mode. Ja, dann stell doch um. Options. Ja. Cheat-Mode ist okay. Doch alles easy. So. Also. Nun. Ja, so. 59. Immer noch 59. Okay, da passiert nichts. Es läuft irgendwie nicht auf dem Mond. Ja, aber es ist immer noch derselbe Tag. Ja, ich weiß nicht, was Minecraft da macht, keine Ahnung. Aber du, ich wollte gerade sagen, du verhungerst gleich, du erstickst gleich. Ja, gut, so viel Zeit muss sein, ne? Zum Ersticken. Ja. Wird sich schon melden, irgendwas, irgendwie. Ja, wenn du so komisch zuckst und so Knackgeräusche von dir gibst. Irgendwie. Ja, wir haben jetzt noch jeder 2 Sauerstoff, also wir überlegen uns nächste Folge, wie es weitergehen soll, ja. Ja, wir lassen einfach mal den Quarry ein bisschen laufen, oder? Ja. Ich meine, bringt jetzt auch nichts, hier stundenlang im Käfig zu hocken und dumm Zeug zu labern irgendwie, weil es halt... Ach. Dafür haben wir gute Musik. Ja, lange nicht mehr gehört. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal, Käsebrotfreund, oder? Absolut, Timsche. Ich wirf dir noch einen Barren an den Kopf, lass ihn dir nicht schmecken, weil wir ja überhaupt keinen Hunger haben hier oben. Finde ich sehr schade. Warte mal, ich guck mal, in was für eine Mode wir sind. Normal. Wieso haben wir keinen Hunger? Da, wir sind normal. Hey. Ich weiß es nicht. Das ist alles total buggy hier. Ich sag's dir. Merkwürdig ist das hier auf dem Mond. Okay, was ein Scheiß. Der Mond gefällt mir nicht. Ich bin enttäuscht. Ja. Wir fliegen zum Mars. Oder wollen wir eine Weltraumstation bauen? Ich weiß nicht, Tim. Wir müssen jetzt erstmal wieder runter. Ja. Von dem Scheißplanet hier. Und wenn wir irgendwas weitermachen, dann müssen wir eine anständige Tacket-Version haben, ne? Ja, es ist kein Planet, es ist ein Mond. Und dann müssen wir gucken, dass wir unsere Welt irgendwie einigermaßen retten, sodass nicht irgendwie alles total kaputt ist halt, ne? Weil da habe ich dann auch keinen Bock drauf, oder? Weil jetzt also nochmal komplett von null anfangen... Nee, das machen wir auf keinen Fall.
Auf gar keinen Fall. Blub, hoch. Ich hab hoch. Egal. Gut, ja, also, wir haben es schon 12 Mal angesetzt. Tschüss zu sagen und jetzt tun wir es wirklich. Ja, also, tschüss, Timschen, mach's gut. Du bist gut. Raus. Ich bin raus. Tschüss.